Mein Name ist Stefka Schleifer. Ich habe das P-Seminar Biologie – Zukunftsfähige Wälder geleitet. Durch den Klimawandel und die dadurch bedingte zunehmende Trockenheit haben viele einheimische Baumarten mit immer mehr Problemen zu kämpfen. Deshalb hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Trimdichpfad in Kulmbach ein sogenanntes Klima-Arboretum angelegt. Hier wurden 16 Baumarten aus anderen Ländern angepflanzt, von denen man aufgrund ihrer natürlichen Standorte glaubt, dass sie mit den künftigen Klimaverhältnissen hier besser zurechtkommen können. Ich bin immer noch begeistert, wie schön, dass das jetzt alles gelungen ist und was die Schülerinnen und Schüler des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums hier umgesetzt haben. Ganz klasse. Damit sich auch die Öffentlichkeit über die neuen Baumarten informieren kann, wurden Informationstafeln bei den neuen Bäumen aufgestellt. Bei jeder Baumart kann man mit Hilfe eines QR-Codes die Webseite aufrufen. Die Besonderheit ist, dass die Schülerinnen und Schüler zusätzlich zur Seite, auf der sich hauptsächlich die Erwachsenen informieren können, auch jeweils eine Seite speziell für Kinder erstellt haben. Durch die Unterstützung durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war es uns auch möglich, Exkursionen durchzuführen. So konnten wir zum Beispiel bei der Pflanzung der Zähreiche direkt im Arboretum dabei sein und bekamen genau erklärt, worauf man bei der Pflanzung von Setzlingen achten muss. Also ich denke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch viel dabei gelernt. Wir hatten auch großartige Unterstützung, vor allem von der Frau Schleifer. Ja, also man muss schon sagen, für ein P-Seminar war das jetzt sehr viel Aufwand. Wir mussten uns sehr viel mit dem Thema beschäftigen, aber an sich fand ich es eigentlich mal ganz interessant, sich in der Arbeit wirklich so reinzufinden und sich mal ja, tiefgründig mit etwas zu beschäftigen. Viele Sachen, die wir geplant hatten, konnten dann so nicht stattfinden. Dafür haben sich neue Sachen ergeben. Und dadurch, dass wir recht aufgeschlossen an die ganze Sache rangegangen sind, haben sich auch ganz neue Ideen entwickelt. So sind ja zum Beispiel die Schreiner auf einmal mit im Boot gewesen von der Berufsschule und haben die Maskottchen mitentwickelt. Was mir gut gefallen hat, war die Kooperation zwischen zwei Bereichen, wo man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so drauf gekommen wäre. Und das ist unser räumlicher Nachbar, der Herr Dr. Schmidt, oben vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, uns damals diese Offerte gemacht hat, war natürlich ein besonderer Glücksfall. Vor dem Hintergrund bin ich unheimlich froh und natürlich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, dass die das so toll gemacht haben. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten muss nun beobachtet werden, welche der gepflanzten Baumarten sich wirklich für die klimatischen Bedingungen bei uns eignen.